Hallo, heute sind wir hier am Bunker in Hamburg beim Hauptsitz von Ceraskreen. Und ich habe mir eine ganz tolle Überraschung ausgedacht. Anlässlich der WM machen wir heute mit den Jungs und Mädels da oben Sport. Mir nach. Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo Markus. Heute ist Sport angesagt. Es ist WM-Time. Alle mitkommen. Guten Morgen, die Herren. Raus aus dem Bürostuhl. Heute ist Sport angesagt. Olaf. Machen was gegen deine Rückenschmerzen. Und los geht's. Ich werde jetzt alle motivieren hier. Nicht so überrascht gucken. Es ist Fußball-WM. Halbe Stunde, leichte Gymnastik. An der frischen Luft. Ich glaube, Tipp, du bist dabei. Richtig? Und? Perfekt. Wir haben alle an Bord und dann geht's auch schon los. Die Dame, hi. Hi. Was willst du machen? Gymnastik. Gymnastik. Und du? Moin. Moin. Sie sagen Fitness? Fitness ist immer gut. Oh, ja, ich muss los. Und los geht's. Ab an die frische Luft. Alle dabei? Jawohl. Olaf, Kai, auf geht's. Jetzt geht's richtig los. Jetzt gehen wir in den Park und gucken mal, wie fit die alle sind. Okay, wir fangen an mit einer ganz einfachen Übung. Da geht es um eure Gleichgewichtsfähigkeit, aber eben auch ein bisschen um eure Beinkraft und um eure Beweglichkeit. Sieht eigentlich ganz einfach aus. Ich stelle mich auf ein Bein und dann versuchen wir einfach mal, das zweite Bein langsam anzuheben. Könnt ihr gleich mitmachen? Fußspitze zum Schienbein und das Knie möglichst hochziehen. Ja, merkt ihr schon euer Gleichgewichtsgefühl? Und zieht das Knie noch ein bisschen weiter. Spitze noch hochziehen und halten. Sehr gut. Sehr gut. Es geht noch ein bisschen höher, das Knie. Wunderbar. Und halten. Okay, und die Beine wieder abstellen. Dehnen wir hier und kräftigen das kurze Bein. Jetzt nehmen wir noch die Daumen weit nach hinten, genießen einfach mal diese Position, halten, 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 sehr schön, kommen wieder in die Mitte und machen den Schritt mit dem anderen Bein zur anderen Seite. Beine ein bisschen lockern, anstrengend, geht noch, okay, machen wir zwischendurch was. Ganz entspannt ist, wir nehmen eine Hand nach oben, die andere Hand kommt hier in die Hüfte und dann den Oberkörper zur Seite fallen lassen. Und wir ziehen uns mit dem Arm wieder in die Senkrechte. Arm komplett gestreckt, Handfläche nach oben, als ob da ein Tablett drauf wäre. Dass wir hier die Flanke schön aufdehnen. Diese Hand kommt in die Flanke auf der anderen Seite und dehnen. Für die Schulter, Armkreisen vorwärts. Relativ einfach. Und wir probieren das Ganze mal rückwärts. Das ist das andere vorwärts, genau. Das Schöne ist, wenn man es falsch macht, merkt man es gar nicht. Und ein bisschen schneller. Okay, so, jetzt dürft ihr euch einmal umdrehen, Rücken an Rücken, das kennt ihr auch. Noch ein bisschen. Warte mal. Ja, genau. Und tief gehen und den anderen aufladen. Ne? Bleibt. Ah, jawohl, herrlich. Aber nimm den Kopf nach hinten. Genau, dass deine Wirbelsäule schön lang wird, kann dir nichts passieren. Okay. Genau, ein bisschen wackeln, tief, genau so. Angenehm. Ja. Ist geil, ne? Und wieder zurück. Das war echt ein Hammer-Training. Hat uns echt alles abgefordert, muss ich sagen. Aber ein super Workout. Hat Spaß gemacht. Könnten wir öfters in der Mittagspause mal machen.
Ja, ich musste ja die Zera Screen Girls hier vertreten, aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht, auch wenn es ein bisschen anstrengend war. Ja, das hat mir auf jeden Fall sehr Spaß gemacht. Ich werde davon jetzt einige Übungen wahrscheinlich auch bei mir beim Fußballtraining für die Vorbereitung für mein Team mit einbauen. Ja, fand ich super, war natürlich eine spontane Idee von euch, ziemlich gut. Das Schlimmste bei mir war jetzt für die Übung, also einmal, dass ich den Bauch die ganze Zeit anspannen musste, weil die Kamera da war und dass meine Knochen so geknackt haben, aber sonst fand ich das echt super. Solltet ihr auch machen. Okay, 1, 2, 3, Team Sarah Screen! Schön, gut gemacht. Sehr super, danke. Ich danke euch.